Also, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu dieser Orientierung über das Einführungsgesetz zum Kindes- und Erwachsenenschutz. Das ist für viele vom Begriff her vielleicht ein bisschen ungewohnt, oder? Kindes- und Erwachsenenschutz. Was ist das überhaupt? Traditionellerweise hat man dem heute oder Vormundschaftsrecht gesagt. Und da weiss man so ein bisschen, um was es geht. Da denkt man vielleicht auch ein bisschen an Klauser. Irgendwie so Matto regiert oder irgend so etwas, grosse Anstalten, wo die Leute versorgt werden, irgendwie so. Aber so ist es ja heute natürlich auch nicht. Also das Vormundschaftsrecht ist revidiert worden. Es ist eine Teilrevision vom ZGB, aber es ist eine Totalrevision vom Vormundschaftsrecht, wo noch aus den Anfängen vom ZGB 1907 verabschiedet, 1912 in Kraft tritt, also noch von dort her im Grundsatz stammt. Und auch wenn man das liest, noch so ein bisschen den Geruch hat vom ausgehenden 19., vom anfangenden 20. Jahrhundert. Heute ist ja so, dass wir im Kanton Zürich 171 Vormundschaftsbehörden haben. Jede Gemeinde hat eine. Das ist eine politische Aufgabe, wie andere auch. Feuerwehrkommission, Zivilschutz, halt auch Vormundschaft. Das ändert sich grundlegend und ganz entscheidend. Die Änderungen sind auf Bundesebene beschlossen worden. Wir haben das heute umzusetzen im Kanton Zürich. Mutmaßlich, so sagt der Bund, wird er, dass es 2013 Kraft hat. Wir haben da noch ein bisschen Schwierigkeiten, ob das dann gelingen kann oder nicht. Das können wir vielleicht auch noch. Wir haben nicht das erste Mal uns mit dieser Materie befasst. Es hat schon mal eine Vernehmlassung gegeben zum Konzept, wie soll man das überhaupt umsetzen, eher kantonal, eher auf der kommunalen Ebene, da sind verschiedene Diskussionen schon geführt worden. Wir haben nach der Vernehmlassung zum Konzept haben wir jetzt das Einführungsgesetz erarbeitet mit eigenen Fachkräften. Wir werden nachher gerade eine hören und auch mit unter Beizug auch von Experten. Und heute stellen wir das Einführungsgesetz zum Kindes- und Erwachsenenschutz vor und das geht in die Vernehmlassung bei der Gemeinde. Ich will ein paar einleitende Bemerkungen über das, was ich jetzt gemacht habe, weitermachen. Und dann wird Frau Dr. von Tobel, die da Projektleitung hat von dem grossen Projekt, wird Ihnen dann noch weitere Ausführungen machen. Wir stehen selbstverständlich auch für Fragen zur Verfügung. Es ist eine ähnliche Problematik wie die letzte Medienkonferenz, die ich da hatte, wo am Schluss der Medienkonferenz mich ein Journalist gefragt hat, Herr Notter, wie würden Sie jetzt das Ihren Leser verkaufen, wenn Sie das müssten am nächsten Tag? Und ich habe dort gesagt, ich bin froh, dass ich nicht, ich bin öppe schon froh gewesen und jetzt auch wieder, dass ich nicht Journalist bin. Es ist eine Materie, die relativ schwierig ist, aber gemeinsam gelingt es uns vielleicht, dass wir da der Öffentlichkeit ein bisschen erklären, um was das eigentlich geht. Kernstück von der Revision ist sicherlich die Professionalisierung von der Behördenorganisation. Kernstück von unserer Regelung da. Kernstück aber eigentlich von der Revision vom Kindes- und Erwachsenenschutzrecht ist natürlich noch mehr gewesen. Dort hat man das ganze heute bestehende Instrumentarium so verändert, dass die starren Typen von Massnahmen, die heute im Gesetz vorgesehen sind, nämlich eben Vormundschaft, also Entmündigung, Beistandschaft, Beiratschaft, dass das ersetzt wird durch maßgeschneiderte Lösungen, maßgeschneiderte Instrumente, Massnahmen für jeden Fall quasi. Das setzt aber auch voraus, dass eine Behörde da ist, die sich auskennt, was braucht eine Person, die eben den Schutz nötig hat, was muss man an Handlungsfähigkeit einschränken, was muss man an Betreuung vorsehen. So eine maßgeschneiderte Lösung für jeden Einzelnen, was setzt die Behörde voraus, die sich auskennt, die interdisziplinär arbeitet, die nach fachlichen Kriterien arbeitet. Und darum schreibt der Bund auch vor, dass die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, KESB abgekürzt, dass das eine Fachbehörde muss sein, eine Fachbehörde, die interdisziplinär arbeitet.
Und es ist klar, wir werden im Kanton Zürich nicht 171 solche Fachbehörden können haben. Das ist unmöglich. Nur schon, weil man die Leute dafür nicht findet. Wir werden also das müssen konzentrieren. Nachdem der Grundsatzentscheid aber gefallen ist, dass das auf der kommunalen Ebene ist, setzt das voraus, dass die Gemeinden miteinander zusammenarbeiten, dass also eine interkommunale Lösung muss geben. Leitgedanken von der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, ich habe es schon gesagt, eine professionelle Arbeit, also nach professionellen Standards, das ist nicht eine politische Tätigkeit, oder, wo man nach politischen Vorstellungen schafft, sondern das ist ein professioneller Standard, der da eingehalten werden muss. Und die soll auch interdisziplinär zusammengesetzt sein. Interdisziplinär heisst da, dass die Fachdisziplinen Recht, soziale Arbeit, Pädagogik, Psychologie vertreten sind. Der Name sagt schon, Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, das spielt natürlich die Frage von der Pädagogik, von der Psychologie auch eine sehr wichtige Rolle. Behördenmitglieder müssen über eine entsprechende Ausbildung in diesen Disziplinen verfügen, sollten aber auch nicht direkt von der Uni kommen und die erste Berufserfahrung dann in so einer Behörde sammeln, sondern sie müssen auch eine gewisse Berufserfahrung haben. Und das setzt natürlich auch voraus, dass die Leute mit einem gewissen Mindestpensum tätig sind, damit sie Erfahrungen haben. Was heisst das jetzt für die konkrete Behördenorganisation? Das heisst, ich habe es schon gesagt, wenn das auf der kommunalen Ebene bleibt und für das haben sich Vernehmlassungsteilnehmer zum Konzept in einer grossen Mehrheit ausgesprochen, dann heisst das, dass es eine interkommunale Zusammenarbeit braucht, weil nicht jede Gemeinde in der Lage wird sein, so eine Behörde können auf die Beine zu stellen. Idealerweise in einem Bezirk, vielleicht auch noch etwas anders, das muss man dann schauen, wie sich Gemeinden entsprechend organisieren. Aber sinnvoll wäre das, dass man das vielleicht bezirksweise sogar macht. Wir haben auch unter Beizug von Fachexperten, die in anderen Kantonen die Reorganisation auch begleitet, sehr konkret dann auch bezogen auf die Behördenorganisation, gesehen, dass es zwischen 12 und maximal 21 so Behörden sinnvollerweise kann geben, wobei je grösser die Anzahl ist, desto weniger sinnvoll ist es. 12 wäre wahrscheinlich nicht so falsch. Also, das zu den Konsequenzen von dieser Behördenorganisation. Hinweis, den wir da noch gemacht haben, die Eingliederung in die bestehenden Sozialzweckverbände wäre allenfalls auch eine sinnvolle entsprechende Lösung. Kurz, wie ist überhaupt der Vernehmlassungsentwurf zustande gekommen? Die Projektgruppe hat es gegeben, da bin ich aufgeführt, aber ich bin da nicht so entscheidend gewesen. Wirklich geschafft haben andere, also Frau von Doppel und andere. Wir haben das jeweils mit dem Beirat für Gemeindefragen diskutiert. Es hat Arbeitsgruppen gegeben, wo Gemeindevertreter dabei waren zum Verfahren. Dort waren auch Gerichtsvertreter. Wir haben eine Arbeitsgruppe gehabt, die sich mit der Organisation befasst hat. Wir haben externen Input gehabt. Der Grundlagenbericht, den ich Ihnen schon gesagt habe, von einem Experten, der die Organisationsfragen sehr intensiv in verschiedenen anderen Kantonen auch angeschaut hat. Der Grundlagenbericht von Herrn Vogel. Wir haben Gutachten gehabt zum Verfahren. Der Altoberrichter Steck hat sich da verdient gemacht. Und wir haben Gutachten gehabt zum Instanzenzug. Da ist auch die Frage aufgetaucht, gibt es Alternativen zu dem Instanzenzug, wo wir vorschlagen, KESH, also Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, Bezirksgericht, Obergericht. Da hat Professor Müller ein Gutachten gemacht, wie weit das der Bezirksrat auch könnte einbezogen werden in die Frage. Das sind die Grundlagen, die wir da auch haben. Umsetzung im Kanton Zürich, ich habe es schon gesagt, der Bund geht immer noch ein bisschen davon aus, es sei 2000 und
2013, wenn man aber schaut, wie einfach die Entscheidungsabläufe sind, wir haben jetzt die Vernehmlassung, die läuft bis Ende März, dann muss der Kantonsrat entscheiden, das sollte im dritten Quartal 2011 möglich sein, im zweiten Quartal müsste man aufgrund des Vernehmlassungsergebnisses die Vorlage strählen, all die Widersprüche und Geschichten, die da kommen, oder? Müssen wir da glätten, etc. Und der Regierungsrat sollte das auch noch können anschauen. Ja, das hat er jetzt schon gemacht, aber also das ist relativ knapp, oder? Für die ganze Erarbeitung ein Quartal, oder? Das ist sehr knapp, sagt Frau von Tompel. Das ist außerordentlich knapp. Und dann ist die Frage, wie lange wird der Kantonsrat in Anspruch nehmen. Da haben wir gesagt, das sollte eigentlich bis längstens Ende erstes Quartal 2012 erfolgen. Wir haben dann eine Referendumsfrist und wir wissen Mitte 2012, was wirklich gilt. Und dann muss man sagen, wenn das 2013 schon würde in Kraft treten, dann hätte man ein halbes Jahr Zeit, sich vorzubereiten. Das heisst, man müsste in einem halben Jahr neue Behörden aufbauen. Also man muss ja nur schon mal Büro finden, Infrastruktur aufbauen, EDV-Zeug und Geschichte. Das gibt es ja alles noch nicht. Man muss die Leute ja rekrutieren, ausschreiben, schauen, wo sind die heute tätig und. Also das braucht, ich meinte, mindestens ein Jahr. Darum dünkt mich 2013 eigentlich ein bisschen illusorisch. 2013, ich sage das da vielleicht noch, ist auch so zustande gekommen, dass der Bund mal eine Umfrage gemacht hat bei den Kantonen und gefragt hat, wettet er gerne, dass es 2012 oder 2013 in Kraft tritt. Und dann haben alle 2013 angekreuzelt. Ich vermute, wenn er gefragt hätte, wenn er 2014 oder 2015 hätte, alle 15 angekreuzelt. Also, es haben alle 13 angekreuzelt, mit einer Ausnahme. Der Kanton Zürich hat dort schon gesagt, das scheint uns eigentlich knapp. Wir sind dann auch in der Zeitung, irgendwie in einem Sonntagsblatt, da fast ein bisschen am Pranger gestellt worden, weil das verzögern und so. Ich habe die Vermutung, wir sind damals schon die Einzigen gewesen, die wirklich geschaut haben, was das für einen Aufwand gibt, wenn man das so neu muss organisieren muss. Vielleicht die Kantone, die schon professionelle diesbezügliche Strukturen haben, ich weiß nicht, ob es das gibt, ist es einfacher. Aber bei allen, die das heute auch schon Gemeindepolitiker sind, die die Vormundschaftsbehörden ausmachen im Wesentlichen und das total umstellen müssen, sind in einer ähnlichen Situation. Der Bund hat jetzt nochmal eine zweite Umfrage gemacht. Jetzt ist immer noch eine Mehrheit der Meinung, dass es 2013 eigentlich könnte sein. Aber immerhin 6 Kantone haben schon gesagt, nein, das lange nicht, 2014 muss es sein. Und ich habe dem Bund gesagt, wenn er noch zweimal eine Umfrage macht, dann sind wir wahrscheinlich auch etwa dort, dass es eine realistische Einschätzung gibt von der Möglichkeiten. Wir werden schauen, wir machen unser Bestes, oder? Wir probieren, das durchzuziehen. Man kann ein bisschen Zeit gewinnen, allenfalls für die kantonsrätliche Beratung. Wir haben da relativ viel Zeit investiert. Aber ein halbes Jahr muss man halt gleich einmal rechnen, bis die Kommissionen das angeschaut haben und. Und es stellen sich auch ein paar politische Fragen durchaus, oder? Das muss man sagen. Wir haben die Hoffnung, dass wir mit dem zweistufigen Verfahren, zuerst Konzeptvernehmlassung und dann Gesetzesentwurf und Vernehmlassung, dass wir eigentlich die politischen Fragen abgeholt haben. Insbesondere die Grundsatzfrage kantonal-kommunal ist eigentlich im Rahmen von der Konzeptvernehmlassung entschieden worden. Aber man ist ja nicht sicher, ob das wieder aufdröselt wird. Und dann braucht halt der politische Prozess auch noch wieder ein bisschen länger. Also, das wären meine Bemerkungen. Und jetzt würde Frau von Tobel einige zentrale Punkte darlegen. Und sie steht Ihnen und uns allen dann auch noch für Fragen zur Verfügung, wenn wir da in den Details noch irgendetwas wissen wollen. Bitte. Ja, also ich komme zuerst zu den Kindes- und Erwachsenenschutzkreis. Sie haben ja schon gehört, das ursprüngliche Konzept, das eine kantonale Organisation hat einrichten wollte, also jeder Kreis, also jeder Bezirk eine Behörde, das ist nicht auf viel Gegenliebe gestossen und neu hat dann das Konzept, das jetzt dem Entwurf zugrunde liegt, ein interkommunales Behördenmodell vorgeschlagen. Und man will jetzt
dass mehrere Gemeinden, in der Regel sind es mehrere, wenn es ganz grosse Gemeinden sind, Zürich und Winterthur, die können das alleine machen. Aber grundsätzlich werden es mehrere Gemeinden sein, die zusammenarbeiten und so einen Kreis bilden. Und die Gemeinden sollten eigentlich im gleichen Bezirk liegen. Ausnahmen wären möglich, aber es ist nicht wünschenswert. Die Kreise werden organisiert wie Kreise im Zivilstandswesen und im Betreibungswesen grundsätzlich. Der Regierungsrat leitet die fest nach Anhörung der Gemeinden. Es heisst jetzt aber nicht, dass der Regierungsrat selber schaut, welche Gemeinden hier miteinander zusammenarbeiten sollen, sondern die Gemeinden sollen sich selber finden und dem Regierungsrat einen Vorschlag machen und der Regierungsrat tut dann den Kreis auf Antrag der Gemeinden festlegen. Der Regierungsrat selber wird nur tätig werden, wenn sich Gemeinden nicht könnten einigen. Also wenn sie keine tragfähigen Lösungen finden, dann müsste allenfalls der Regierungsrat eingreifen. Das war ja auch bei den Betreibungskreisen, glaube ich, in einem Fall so gewesen. Dann ist die Frage, wie gross müssen die Kreise sein? Also Voraussetzung ist natürlich, dass die Kreise müssen genug gross sein, dass man sich Fachleute leisten kann. Und dann sollten die Kreise auch genug gross sein, dass die Fachleute, die ja Mindestpensen dafür für sie festgelegt sind, im Gesetz, dass die auch ausgelastet sind. Man will ja keine Behörden zahlen, die nachher nicht ausgelastet sind. Und darum müssen die Kreise einfach schon eine gewisse Grundgrösse haben, sonst können die Leute, die dort arbeiten, gar nicht ausgelastet werden. Das steht dann im Verhältnis zu einerseits zu den Einwohnern, aber nicht nur die Einwohner sind maßgebend, sondern auch die Anzahl Fälle, die in so einem Einzugsgebiet, also Vormundschaftsfälle, die in so einem Einzugsgebiet vorhanden sind. Denn die Vereinbarungen, da sind einerseits ist der Anschlussvertrag möglich, aber es kann auch in der Form vom Zweckverband könnten so Vereinbarungen getroffen werden. Da sollen die Gemeindevorstände zuständig sein, um die Vereinbarungen abschliessen. Man könnte natürlich sagen, man muss das vors Volk bringen. Grundsätzlich ist ja das, dass man Demokratie berücksichtigen kann, also der Anspruch an Demokratie. Aber weil ja schon das Gesetz festlegt, dass man zusammenarbeiten muss, ist das nicht unbedingt nötig, sondern man kann das den Gemeindevorständen übertragen. Es geht ja eigentlich nicht darum, ob man überhaupt zusammenarbeitet. Das ist anders gar nicht möglich. Die Gemeinden müssen zusammenarbeiten, sie können aber noch auslesen, mit wem dass sie zusammenarbeiten. Es geht eigentlich nicht darum, ob, sondern nur mit wem. Aber immerhin mit wem, weil das ist ja manchmal auch sehr wichtig. Man kann nicht mit allen zusammenarbeiten, gleich gut. Dann zu den Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden im Einzelnen. Sie haben schon gehört, es sind 3 Mitglieder. Auch eben der Präsident, der Jurist ist, und dann die beiden Mitglieder von Sozialarbeit und das andere Mitglied mit dem Hintergrund Psychologie und Pädagogik, die entscheiden grundsätzlich zusammen, also zu dritten. In gewissen Bereichen kann auch ein einzelnes Mitglied entscheiden, das komme ich dann noch kurz zurück. Die Behördenmitglieder sollen entweder vom Vorstand von dem Zweckverband oder von der Exekutive von der Gemeinde, wo die Behörde bestellt, ausgewählt werden. So kann die Gemeinde auch jemanden anstellen, der diesen Anforderungen genügt, also der den Hintergrund hat, den man fordert. Und das ist dann ein normales öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis. Die sind also auch nicht auf ein Amt zugewählt, sondern die haben einfach ein Anstellungsverhältnis. Damit man auch ganz sicher ist, dass die richtigen Mitglieder gewählt werden, also solche, die auch wirklich die Anforderungen genügen, die der Entwurf vorgibt, soll die Ernennung noch genehmigt werden vom Regierungsrat. Denn ich habe es schon kurz angetönt, die 3 Bereiche sind, der Herr Regierungsrat hat es auch schon gesagt, Recht, das soll der Präsident sein, weil der leitet das Verfahren und da will man einen gewissen juristischen Hintergrund, dass das Verfahren auch richtig geführt werden kann. Ich komme dann noch darauf, es ist nicht so einfach. Und dann die beiden Mitglieder, die dann die einzelnen Fälle auch betreuen, natürlich neben dem Präsidenten, sind Soziale Arbeit und Pädagogik und Psychologie. Man verlangt Hochschulabschlüsse. Bei dem Jurist oder der Juristin wird das ein Master sein. Bei den anderen beiden Disziplinen sollten Bachelors genügen. Und eben, wie schon gesagt, 5 Jahre Praxis möchte man.
Das hat die Arbeitsgruppe so festgelegt. Wir haben ursprünglich immer weniger wollen, aber die Arbeitsgruppe hat gefunden, es brauche ich 5 Jahre. Man möchte eben verhindern, dass jemand frisch von der Uni kommt und gerade in so einer Behörde sitzt, die womöglich gerade noch präsidiert, ohne dass er jemals sieht, wie das Verfahren läuft. Dann die Mindestpensen, die das Gesetz festlegen soll, das ist halt auch so, man kann nur fachlich tätig sein, wenn man eine gewisse Erfahrung hat in einem Bereich. Und wir sind der Meinung gewesen, dass für Behördenmitglieder mindestens 50% nötig sind, dass sie auch sich regelmäßig mit diesen Fragen befassen und darum auch die nötige Fachlichkeit überhaupt können ausweisen. Beim Präsident oder der Präsidentin muss es ein bisschen mehr sein, weil die halt einfach auch mehr Aufgaben hat. Kommen wir noch kurz zur fürsorgerischen Unterbringung. Das ist der bisherige fürsorgerische Freiheitsentzug, der FFW. Da ändert sich nicht so viel. Kantone können die Ärzte bezeichnen, die solche Unterbringungen anordnen können. Der Kanton Zürich hat da nichts einschränken gegenüber der bisherigen Regelung. Es bleibt eigentlich alles mehr oder weniger beim Alten. Neu ist, dass sich die Ärzte weiterbilden sollen. Das tut man vorsehen, dass Ärzte, die solche Unterbringungen anordnen, die müssen sich regelmässig weiterbilden. Dann hätte der Kanton auch noch können, die Frist, die der Bund maximal vorschreibt für so Unterbringungen, nämlich 6 Wochen, da hätte der Kanton können abkürzen und sagen, dass die Ärzte das nur für eine kürzere Zeit machen können. Das hätte man auch nicht wollen, da bleibt man bei diesen 6 Wochen. Neu ist dann, dass die Einrichtungen, die Leute betreuen, Fürsorger ist, wenn sie die Personen entlöhnt, dass sie eine Nachbetreuung regeln müssen. Also, dass man schaut, dass die Leute vielleicht einen Arzt haben, wo sie nachbetreut, oder dass sie vielleicht sogar in die Klinik kommen können. Die Einrichtung muss das neu regeln. Und das ist auch neu, man will die Möglichkeit von ambulanten Massnahmen haben. Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde kann ambulante Massnahmen anordnen für Leute, die entlassen werden. Man kann zum Beispiel eine Weisung erteilen, dass die Person regelmäßig zum Doktor geht oder dass sie ein bestimmtes Programm besucht. Je nachdem, da ist ganz viel denkbar. Man möchte mit diesen Massnahmen verhindern, dass die Leute immer wieder neu eingewiesen werden müssen, sondern möchte für eine Stabilität sorgen. Allenfalls kann man so mit diesen Massnahmen auch schon verhindern, dass jemand überhaupt erst eingewiesen werden muss. Und jetzt zum Verfahren. Das Verfahren ist zum Teil schon im ZGB geregelt. Also das ZGB macht schon gewisse Verfahrensvorschriften. Der Bund überlässt es dann aber im Übrigen den Kantonen, das Verfahren zu regeln. Und der Kanton Zürich, also wir in der Arbeitsgruppe, auch mit dem Gericht und einem Experten, dem Herrn Steck, sind zum Schluss gekommen, es braucht noch ergänzende Verfahrensvorschriften für den Kanton. Und schlägt ihnen darum gewisse Verfahrensvorschriften zusätzlich vor. Das heisst jetzt, dass die ganze Sache etwas kompliziert wird. Zuerst gilt nämlich das ZGB, dann gelten die Verfahrensvorschriften im neuen Gesetz. Dann, je nachdem, für die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, die ja Verwaltungsbehörde ist, gilt primär mal das VRG. Und für Gericht gilt das Gesetz über die Organisation der Behörden in Zivil- und Strafprozess, also das GOG. Und dann für alle gilt, wenn es keine Regelung gibt, noch die ZPO. Schon allein aufgrund von dieser komplizierten Verfahrensordnung ist es nötig, dass es Fachbehörden sind. Das war so unser Witz in der Arbeitsgruppe. Wir haben gesagt, schon nur darum braucht es Fachbehörden. Wenn es nicht schon aus anderen Gründen, die vielleicht wesentlicher sind, also materiellen Gründen, nötig wäre. Das Gesetz legt auch fest, dass eben grundsätzlich in 3er-Besetzung entschieden wird, also die Präsidentin mit den beiden Mitgliedern, dass alle 3 Fachbereiche vertreten sind. Gewisse Entscheide zählt aber das Gesetz auf, wo man dann einer Person kann zur Entscheidung geben. Das sind aber nicht so wichtige Entscheidungen. Und dann der Rechtsmittelzug ist, wie Sie bereits gehört haben, soll weiterhin 2-stufig geführt werden. Man könnte als Kanton auch sagen, man will nur eine Rechtsmittelinstanz. Also das müsste dann ein oberes kantonales Gericht sein, bei uns das Obergericht, wo das bis jetzt schon macht. Weil das aber interkommunale Behörden sind, ist es wäre ein bisschen komisch, wenn man von so einer Gemeindebehörde direkt das Obergericht könnte. Und darum ist eigentlich klar gewesen, dass man das muss über eine weitere Instanz führen. Jetzt sagt aber eben das ZGB, es müsse das Gericht sein. Und darum
sind wir zum Schluss gekommen, das müsse das Bezirksgericht sein, weil ein anderes Gericht gibt es nicht, der Bezirksrat genügt diesen Anforderungen nicht. Da hat uns der Experte, der Herr Professor Müller, darin bestätigt. Denn das sind noch einzelne Sachen aus dem Verfahren, die dann die Behörde macht, also die geregelt sind. Also grundsätzlich soll die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde die Verhältnisse von dieser Person, die da Massnahmen braucht, allenfalls abklären. Sie soll aber bei der Wohnsitzgemeinde von dieser Person nachfragen, was man schon weiss über diese Person, dass nicht Wissen, wichtiges Wissen, das bei der Gemeinde vorhanden ist, verloren geht. Dann tut man die Anhörung noch regeln, das ist, und es gibt gewisse Verfahrensbestimmungen. Auch geregelt wird die Administrativaufsicht über die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, die soll bei der Direktion sein. Faktisch wird das auch künftig wahrscheinlich das Gemeindeamt machen, das das auch bis jetzt schon ausführt. Hier sehen Sie den Instanzenzug schematisch aufgezeichnet, also von diesen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden in noch unbekannter Anzahl geht es über das Bezirksgericht als Obergericht. Das Bezirksgericht ist ja auch heute schon mit entsprechenden Fragen befasst, es macht ja Scheidungen und dort sind auch viele Kindesschutzsachen zu beurteilen und darum ist das Gebiet für das Bezirksgericht sicher nicht neu. Nebendran sehen Sie dann noch ein bisschen weniger wichtig, die administrative Aufsicht. Und jetzt komme ich noch kurz zu dem Expertenbericht vom Herrn Vogel. Der gehört eigentlich nicht zu der Vernehmlassung. Also die Vernehmlassung geht eigentlich nur über das Gesetz. Aber der Bericht vom Herrn Vogel ist natürlich ganz wichtig für die Gemeinden, für die Umsetzung. Und Sie haben ja gehört, dass die Frist unter Umständen sehr knapp ist. Und der Bericht ist eigentlich eine Art Vorarbeit für die Gemeinden im Hinblick auf die Kreisbildung. Die Direktion hat auch Veranstaltungen organisiert. Im Januar findet die statt, am 11., 17. und 19. Januar. Zu dieser Kreiseinteilung, dort wird dann der Experte selber und auch der Herr Notter wird dort teilnehmen und dann Fragen von der Gemeinde, konkrete Fragen können beantworten. Ich tue mich hier also jetzt wirklich kurz halten. Sie sehen hier nochmal das Organigramm, das uns da der Herr Vogel zur Verfügung gestellt hat. Man kann sich dann ein bisschen genauer vorstellen, wie es geht. Es sind in der Mitte die Mitglieder von dieser Behörde mit der Präsidentin oder dem Präsident. Selbstverständlich braucht es Ersatzmitglieder, weil wenn die Leute nicht voll arbeiten, muss ja die übrige Zeit auch abgedeckt sein. Also es muss immer jemand erreichbar sein, weil vor allem auch im Kinderschutz gibt es auch am Wochenende in den Ferien immer Fälle und da muss man eine Lösung haben. Darum braucht es sicher Ersatzmitglieder, das können aber allenfalls auch Mitglieder sein von anderen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden. Weiterhin nötig sind für Spezialfragen Gutachter, das kann man nicht ganz ausschliessen, vielleicht braucht es ein bisschen weniger, aber es wird sicher noch brauchen. Und was es natürlich auch bei jeder Behörde braucht, ist der hellblaue Teil Kanzlei. Einerseits administrativ, aber auch Leute, die juristische Abklärungen machen oder Sachverhaltsabklärungen, das sind vielleicht eher Sozialarbeiter und auch Leute, die Rechnungen können prüfen können, von Vermögensrechnungen, von Beiständinnen und Beiständen. Der Gutachter hat einerseits die Zahlen genommen, die man ihm geliefert hat für die laufenden Massnahmen und die im Kanton Zürich jetzt also bekannt sind. Also das waren Zahlen von Jahr 2009. Und dann hat er andererseits noch Berechnungen von der COKES, das ist die Konferenz der Kantone für Kindes- und Erwachsenenschutz. Die haben ausgerechnet, für wie viele Massnahmen es eine Stelle braucht, grob gesagt. Also die haben ausgerechnet, wie viele Massnahmen, wie viele Leute brauchen, um die zu behandeln. Und so hat er dann ausrechnen können, wie viel aufgrund der Vorgaben, die wir machen im Gesetz, also die 80% Präsidium und je 50% Mitglieder, wie gross dass die Kreise sein müssen. Also wie viel, aufgrund der Massnahmenzahlen hätte er dann für alle Bezirke können ausrechnen, wie viele Behörden dort sinnvollerweise könnten, vorgesehen werden. Er ist rein rechnerisch dazu gekommen, dass es eigentlich 26 Behörden könnten sein. Als sinnvoll hätte er aber nicht mehr als 21 Behörden an. Also,
am besten würde er finden, wenn man pro Bezirk eine Behörde machen würde. Aber er sagt auch, 21 wären noch gut zu machen aufgrund von diesen Vorgaben. Er hat auch ausgerechnet, wie viele Behördensekretariatsleistungen das es braucht für den Spruchkörper von diesen 180%, also 80% Präsidium und 50% Mitglieder. Und er ist auch zum Schluss gekommen, dass mit diesen Vorgaben eigentlich viel mehr Varianten als die 21 Behörden gar nicht möglich wären. Er hat dann auch konkrete Vorschläge gemacht. Das ist das, was Sie hier sehen. Selbstverständlich sind das Vorschläge, die nicht in Stein gemeißelt sind, sondern da sind Gemeinden immer noch frei, wie sie sich organisieren wollen. Aber das ist das, was er als sinnvoll erachtet. Und da sehen Sie, dass für die kleineren Bezirke Andelfingen, Affoltern und Pfäffiken wahrscheinlich nicht mehr als eine Behörde oder nur eine Behörde kann sinnvoll sein. Denn die grösseren Städte, Zürich und Winterthur, die können nach wie vor eine Behörde gut unterhalten. Die haben einerseits für genug Massnahmen und andererseits auch eine entsprechende Einwohnerzahl. Und dann für die grösseren Bezirke wären zum Teil rein rechnerisch sogar 3 Behörden möglich, aber der Gutachter erachtet in keinem Bezirk mehr als 2 Behörden als sinnvoll, allenfalls im Bezirk Bülach würde er mehr als 2 Behörden unterstützen.